Von der Morgendämmerung sind nur noch ein paar rosa Wolken übrig. Der Rest der Nacht hat sich bereits verzogen. Denn die Frauenwallfahrt während der Ulrichswoche startet in diesem Jahr eine halbe Stunde später als sonst. Das tut der einzigartigen morgendlichen Stimmung jedoch keinen Abbruch. Viele der Teilnehmerinnen kommen seit Jahren hierher. Es ist wie eine liebgewonnene Tradition. Auch weil sie diesen stimmungsvollen Start in den Tag gemeinsam unter Frauen sehr schätzen. Einfach schön, wenn man da früh gehen kann. Und mir gefällt auch die Kirche dann mit dem Bischof. Es ist irgendwie schön einfach. Das Miteinander, das Singen, da runterlaufen. Und das ist eigentlich auch meine Heimat hier. Dompfarrei, bin ja zur Kommunion geheiratet und so weiter. Das ist immer so ein Anpunkt für jedes Jahr hier zusammenzukommen. In der Früh ist es ruhiger. Man kann durch die Straßen gehen, man kann bewusst gehen, manchmal sieht man sogar den Sonnenaufgang. Und die Gemeinschaft ist es auch. Alle Frauen laufen gemeinsam, beten gemeinsam. Und wenn man dann in Ulrich einläuft und die Glocken läuten, ist einfach schön. Es ist ein ganz tolles Ritual für mich. Und das ist ganz besonders, wenn man da vorgeht dann zur Kirche und die Sonne geht auf. Also der Tag, das ist einfach schön. Und dann zieht die Frauengruppe los, allen voran die Fahnenträgerinnen des katholischen Deutschen Frauenbundes. Knapp 300 Frauen sind aus dem ganzen Bistum Augsburg gekommen und bilden das morgendliche Pendant zur Männerwallfahrt am Vorabend. Ihr Weg führt sie vom Augsburger Dom durch die Maxstraße hin zur Ulrichsbasilika. Und das seit mehr als 70 Jahren. Fast genauso lange steht auch das Thema Frieden im Mittelpunkt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Europa, aber auch weltweit, sehen wir, wie wichtig das Thema Frieden ist und auch wie wichtig es ist, dafür auf die Straße zu gehen und zur Wallfahrt zu gehen. Und gerade wir Frauen, wir sind für die Friedensprozesse weltweit so, so wichtig. Ja? Und diese Friedenswallfahrt, diese Frauenfriedenswallfahrt, findet seit über 70 Jahren statt. Wir haben das Thema Frieden im Grunde nie aus den Augen verloren. Beim anschließenden Gottesdienst spricht Bischof Bertram Mayer über die Bedeutung einer geistlichen Begleitung und die wegweisende Kraft von Prophetinnen und Propheten. Gleichzeitig steht erneut das Friedensthema im Fokus. So werden die Frauen aufgefordert, über Wünsche nach Frieden und Versöhnung in unterschiedlichen Bereichen des Lebens nachzudenken. Bunte Tücher werden dafür symbolisch vor den Altar gelegt. Das Motto ist Frau macht Frieden, weil man festgestellt hat, dass wenn Frauen an Friedensprozessen beteiligt sind, Friede einfach nachhaltiger ist, ja, länger hält und auch tatsächlich alle Bereiche der Gesellschaft erreicht und nicht nur die Teile, die am Verhandlungstisch sitzen. Weil letztlich Frieden kann nur dann gelingen, wenn sie alle Leute und sowohl auch alle Minderheiten, nicht nur Frauen, es geht hier nicht nur um Frauen, es geht auch um marginalisierte Gruppen, die erreicht werden. Nur dann kann Frieden gelingen und dafür stehen wir. Den Abschluss der Frauenwallfahrt während der Augsburger Ulrichswoche bildet seit jeher das traditionelle Frauenfrühstück in geselliger Runde.